Los, zieh dich aus. Du alte Nuss, jetzt zieh dich aus. Marleen sagt, lärm doch nicht so. Ich sage, ich weiß nicht. Ich meine, heute ist Dienstag. Und die Antwort ist, ja, so wie vorigen Donnerstag, nicht? Wer würdest du denn jetzt gern ficken? Gar nicht. Überall Schwierigkeiten mit Frauen, mit Sexualität. Fahrradfall. Hinten eine Straßenbahn. Wenn man schon nackt ist, wieso denn nicht ganz? Wieso nicht alles sagen? Alles eingestellt. Was man mit, wie man da möchte. Aber überall ist das zugestopft von dieser alltäglichen Realität. Tonaufnahme, ne, die direkt aufnimmt, was aufs Band kommt und direkt wiedergibt, ne, ohne Verlust, außer ein paar Sachen mit dem Rauschen. Und ein Film, zwar mit Unterbrechung, ne, des Dingskreuzes, nimmt nicht so direkt auf, aber jedenfalls annähernd, ne, weitgehend, gibt die Physis wieder, den Gang, die Körperlichkeit, wie die Tonaufnahme, das Akustische. Das sind Aufnahmeweisen, die viel stärker in den Körper eindringen als alles, was man liest und sich dazu vorstellt, weil das eine Abstraktions- und Umsetzungsarbeit im Gehirn ist. Ist es mit dem Auge zwar auch, aber trotzdem ist das Bild direkter, wie es auf der Netzhaut erscheint. Und die Umwandlung des Hirns, ne, macht was anderes damit und ins Ohr geht es direkt rein. Man kann, ne, muss sich zuhalten. Ne, das heißt, der Körper ist ungeheuer hochgepulvert worden, die körperlichen Wahrnehmungen durch diese Techniken im 20. Jahrhundert. Und das haben alle Autoren, die nicht ganz blöd sind, auch bemerkt und versucht, der Überlegenheit dieser Techniken nachzufolgen, schreibend, sodass, ich denke, die erste Generation jetzt in Europa, ist die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsene, wo das Buch, das Alphabet nicht mehr die Überhand hat. Auch wenn man noch Schreiber wird, sind es trotzdem schon die anderen Techniken. Und die sind körperlich. Und wer mit denen in Berührung bleiben will, wer von Musik ausgeht und von Filmen ausgeht, muss geradezu versuchen, das im Schreiben zu beleben oder präsent zu machen. Sonst fällt er hoffnungslos hinter das, was er auf ganz anderen Ebenen schon ist, wo er schon lebt, wo der Körper schon lebt, hinter das zurück. Und das hat er gewusst. Denke ich, und formuliert das in Gedichten und überall, dass das, was er spricht, sei es, es ist der direkte Bezug mit dem Auge, die Wahrnehmung, ich will aufzeichnen, was um mich herum los ist, ich will das alles genau mitkriegen, ich will das Detail für Detail in die Sprache bekommen. Wenn ich das nicht schaffe, dann taucht sie nichts, dann kann ich es lassen. Also es steht dahinter, dieser etwas wahnsinnige Versuch mit Sprache, Detail und physisch genau alles, was wirklich ist, aufzufassen, zu formulieren, wiederzugeben. Als wäre die Sprache diesen anderen Techniken nicht unterlegen. Das Problem ist, glaube ich, dass das nicht geht. Sich hereinbohren in die Realität mit Wörtern. Dieser Impuls, mit Sprache aufzeichnen zu wollen, was alles los ist unter Leuten, was zwischen den Künsten los ist, was zwischen den Blättern, die man im Wind rascheln hört, dem Sonnenlicht, den Farben, den eigenen Empfindungen los ist, das mit Sprache aufzeichnen zu wollen, daran, an diese Grenze das zu können, ist die Lyrik der Avantgarde, sagen wir mal, von Pound bis Ben, und ist die Prosa von Joyce bis Schmidt, das hat sie ausgereizt.
Und darüber hinausgehen zu wollen, heißt, das in Konkurrenz machen zu müssen mit diesen Medien, die das leichter können. Das ist Film und das ist Tonaufzeichnung. Und damit wird, also für mein Empfinden ist Sprache aus dieser Dominanzfunktion, die sie gehabt hat unter den Aufzeichnungstechniken, dadurch entlassen. Und entlassen ist nicht einfach nur ein Wort wie Sprache, du kannst machen, was du willst, sondern ihr werden damit tatsächlich Funktionen entzogen, die an die anderen Medien übergegangen sind. Und da kann einer noch so gut sein, ne? Und er ist noch so gut und er versucht das wie ein Wilder, das trotzdem mit Sprache hinzukriegen. Aber letztlich muss man sagen, kommt dadurch ein krampfhafter Gestus rein, ne? Dieses Medium zwingen zu wollen, etwas zu tun, was es eigentlich nicht mehr kann. Und hätte er angefangen, Filme zu machen, wäre wirklich sehr interessant gewesen. Das hätte sich vielleicht gelockert. Ich vermute stark, Arbeit mit der Kamera hätte das Tagebuch, die Tagebuchfunktion aus dem Schreiben, Briefe adressieren, rausgenommen. Weil eine andere Aufzeichnungsart da gewesen wäre und die hätte das überflüssig gemacht. Das ist meine Vermutung für als notwendige Folge, ne, des Umgangs mit der Kamera.